Höher, weiter, energiesparender. Die Intralogistikbranche präsentiert sich beeindruckend, innovativ und vor allem ökologisch. So sorgte die Weltpremiere des Cube XX auf der diesjährigen Intralogistikmesse CeMAT in Hannover für Aufsehen. Gleich 6 Fahrzeuge, so auch ein Elektrostapler, sind in diesem Zukunftskonzept verbaut. Mit diesem Fahrzeug adressieren wir eigentlich die Megatrends in die Welt. Das ist Umwelt, Technologie, Urbanisierung, Globalisierung, Ressourcenmanagement. Und mit all diesen Megatrends ändert sich die Welt für uns. Aus dem privaten Bereich schon bekannt, stellt diese Navigationssoftware für den sogenannten Breitgang eine Neuheit für die Intralogistikbranche dar. Dank an der Decke befestigter Barcodes weiß die Software jederzeit, wo sich der Stapler im Lager gerade befindet und navigiert seinen Fahrer auf dem schnellstmöglichen Weg zum Zielregal, wo er dann seine Ware abladen kann. Wir haben festgestellt, dass die Lagernavigation, und zwar nicht nur im Breitgang, sondern auch im Schmalgang, dass das Prozessoptimierungen bis 25% erzielt. Also in anderen Worten, wenn Sie 20-25% Prozessbeschleunigung erreichen, können Sie mit der gleichen Anzahl weniger Fahrzeuge in Ihrem Lager zurechtkommen. Innovativ auch dieses Förderband. Dank seiner neuen Kurvenabstützung soll es besonders verschleißarm sein und kann mit nur einem Antriebsmotor leichte bis mittelschwere Waren besonders energiesparend transportieren. Das spart Kosten und kommt so auch dem Endverbraucher zugute mit meist günstigen Preisen im Supermarkt.